Hallöchen zunächst den Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier zwei Deutz, einmal ein Series 7 und einmal ein Series 8 Deutz hier in der Version 1.0 und der Mod hat eine Größe von 23 MB. Gucken wir uns mal den Zinner Deutz an hier. Ja, so sieht er aus. Wie gesagt, kommt mit 198 PS daher, stufenloses Getriebe, 505 Liter Sprit und 60 km/h kann er fahren. Und da kann man auch einiges einstellen. Das gucken wir uns jetzt an. Und zwar wäre hier die Möglichkeit, Konfiguration zwischen Standard- und Warrior-Ausstattung. Da seht ihr schon ein bisschen Unterschied. Das passiert da ein bisschen was in der Dekoration. Steht halt oben auch noch über unterm Dach noch was Deutz-Fahr noch drin. Und halt eine Varia-Ausstattung hier, genau. Mehr die Reifenausstattung hätten wir dann hier die Trelleborg, die Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein, Logan Tires. So, Trelleborg mit Standard, mit Radgewichten, mit Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Breitreifen 2, Breitreifen Gewichte 2, Zwingungsbereifung hinten, Zwingungsbereifung vorne und hinten, Pflegebereifung Standard. Michelin wäre mit Standard, mit Radgewicht, mit Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Breitreifen 2, Breitreifen und Gewichte 2, Zwingungsbereifung hinten, Zwingungsbereifung vorne, Pflegebereifung, Standard. Dann hätten wir hier die Continental mit Standardreifen, Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichte, Breitreifen 2, Breitreifen und Gewichte 2, Zwingungsbereifung hinten, Zwingungsbereifung vorne und hinten, Pflegebereifung, Standard. Mitas mit Standard, mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Breitreifen 2, Breitreifen und Gewichte 2, Zwingungsbereifung hinten und vorne, Standard. BKT mit Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Breitreifen 2, Breitreifen und Gewichte 2, Zwingungsbereifung hinten, Zwingungsbereifung vorne und hinten, Breitreifen, Gewichte und Gewichte 2. Oh, jetzt wiederholt sich nochmal. Ups. Fredestein wäre möglich mit Standard, mit Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Breitreifen 2, Breitreifen und Gewichte 2, Zwingungsbereifung hinten, Zwingungsbereifung vorne und hinten, Pflegebereifung Standard. Nokian Tires mit Standard, mit Breitreifen, Breitreifen 2, Kommunalreifen, Breitreifen. So. Innenraumfarbe könnt ihr umstellen. Hier ist jetzt dunkel. Grau, ne? Und dann habt ihr die Möglichkeit, noch hellgrau zu nehmen. Beige noch, beige noch zu nehmen, ne? Sieht dann so aus. Und dann haben wir hier dunkelgrau wieder. Genau. Lichter vorne kann man einstellen mit Halogen. LED. Frontlader könnt ihr machen mit Quicke, Hauer und keinen. Und die Modusführung kann man einstellen mit 228, 247, 247 nochmal, allerdings als HD-Version, ihr seht es hier. Kommen hier nur ein paar Lichter dazu. Und dann haben wir wieder die 228. Hauptfarbe könnt ihr ändern, den ganzen Farben hier. So ein Schwarz oder auch ein Mattschwarz geht möglich. Oder auch hier verschiedene Grüns. Kennzeichen habt ihr auch dran, da vorne eins. Und da hinten eins. So. Beim großen Zähler jetzt mit dem Fehler hier wieder. Aber das passiert bei mir komischerweise öfters. Reifenhersteller werde ich jetzt nichts mehr sagen. Ich blätter einfach mal durch. Genau, Innenraumfarbe auch wie beim anderen. Hier haben wir dunkelgrau, das hellgrau, beige und wieder das dunkelgrau. Die Lichter vorne könnt ihr auch einstellen mit Halogen oder LED-Lampen. Hier habt ihr noch die Hauptfarbe, die könnt ihr allerdings hier bloß mit schwarz oder grün machen.
und ihr habt da auch weiterhin den Kennzeichen am Start vorne und hinten. So, habe auch zwei schon gekauft, hier stehen sie auch schon rum, da ist er schon, ne, da ist der 7er, halt, stopp, das ist der 8er, das ist der 7er, genau, gucken wir uns mal kurz den 7er an. Und hier der 8 dann in grün. Auch mit Warnschilder hinten dran. So, der 8er wäre jetzt dieses hier. Innen drin sieht die Sache dann so aus hier. Na, man kennt es ja. Lassen wir mal den Motor an oder die Hupe. Na. Volumenleuchten funktionieren da oben. Sehr schön. So, Hydraulik-Sound haben wir, Belastungssound ist auch da. So, das funktioniert hier auch, sehr schön. Vom Display her, die Zeiger funktionieren da vorne. Das Radio flimmert da oben ein bisschen. Ja. Sagt, der eine Fuß funktioniert. Der Hebel, da passiert nichts. Der bleibt, dass die Hand bleibt am Hebel, aber sonst passiert nichts. Sagt, Rundumleuchten habe ich ja schon gezeigt. Die funktionieren auch. Man sieht es hier. Ups, so jetzt. So, jetzt stellen wir den mal kurz hier hin, hüpfen mal kurz in den anderen rein. Oh, jetzt bin ich wieder im falschen gelandet. So, ja, man kann ja mal durchzeppen. So, jetzt lädt der andere hier. Das ist jetzt praktisch da. Na, hier steht es drauf, der 7er dann. Sieht dann so aus. So, innen drin, ne, Hupe ist da, sollen wir jetzt mit dem anderen Innendesign, das ist dieses Grau dann, ne. Und dann erstmal mit dem Motor an. Auch hier ist Display, bei manchen Zahlen funktioniert es unten zumindest. Ist halt doch ein bisschen klein oder andere. Tagfahrlicht hat er auch. Rundumleuchten funktionieren auch. Ankuppelsound gibt's, Hydrauliksound gibt's. Passt soweit, Belastungssound ist auch da. Sehr schön. So, das funktioniert auch hier. Gut. Upsala. Sag bloß, ich bin jetzt wieder verankert hier. Ganz toll. Einwandfrei. Funktioniert wieder alles nach Plan heute. Ne? Sehr schön. Und ja. Aber ihr seht es ja trotzdem hier. Es funktioniert ja auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt hier gerade feststeckt. Ah, jetzt geht's wieder. Sehr schön.
Ja, ihr seht selber hier, der Fuß funktioniert hier, aber auch hier wird die Hand nicht für den Joystick verwendet. Ja. Innen drin sieht es schon heftig aus, auch die Deutz hier, die neuen Deutz. Hier auch wieder eine andere Farbe. Und ja. Spiegel auch hier, wie auch vielleicht noch erwähnt, Spiegel funktionieren hier. Sehr schön. Gut, dann gucken wir mal, wie sich Sachen im Dunkeln dann aussieht. So. Also, gehen wir mal in der Nacht rein. Ihr seht selber fehlerfreie Sense. Tagverlicht, wie schon gesagt, am Start. Einmal Licht, zweimal Licht geht dann hinten noch was an. Dreimal Licht geht hier noch auch noch seitlich noch was an. Viermal wieder alles aus hier. Blinker funktionieren auf beiden Seiten. Auch der Warnblinker funktioniert. Und umleuchten, wie gesagt, haben wir schon gesagt. Hier hinten, ja, funktioniert auch alles. Hier drin, ja, alle Knöpfchen oder so wie alle Knöpfchen sind hier beleuchtet. Sehr schön. Auch der Blinker sieht man im Display. Und ja, gehen wir in einen anderen rein hier. So. Auch Tagverlicht vorhanden. Leuchten auch gesagt funktionieren, einmal Licht, zweimal Licht, na, ihr seid ja schon ein bisschen mehr hier, auch Display, auch Kennzeichenbeleuchtung hier dran, viermal Licht geht nochmal ein bisschen was an, also schon deutlich mehr wie beim anderen. Hier drin geht auch alles an, auch alles größtenteils in grüne Knöpfchen. Hier vorne ist alles soweit farbig hier. Noch eine feine Sache hier in dem Deutz. Und ja, Logdatei, ihr habt selber gesehen, ist fehlerfrei. Passt soweit. Und ja. Gut. Wenn ihr einer von den zwei haben wollt, wie immer, Link ist in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr ihn runterladen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß damit. Und bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal natürlich. Macht's gut und ciao.